Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Ich bin's, der Black, und wir befinden uns offensichtlich wieder in der Nähe einer weiteren Reliktstruktur. Bevor wir da runtergehen, würde ich aber erstmal ganz gerne meinen, könnten wir das Zeugs hier noch abarbeiten. Die Pflanzenprobe sammeln habe ich schon wieder nicht gemacht. Ach man, oh. Also gehen wir erstmal die Pflanzenprobe sammeln und dann sehen wir weiter. So, okay. Also nochmal zurück, im Prinzip den gesamten Weg, den wir gelaufen sind. Ich weiß, ich könnte das auch auf dem Rückweg mitnehmen, aber ich will das jetzt haben. Sonst vergesse ich das wieder. Scheiße, ist das grün hier. Ich spüre schon, wie meine Allergien wieder aufflammen. Ja, ich habe da auch immer mit Heuschnupfen zu kämpfen. Da oben ist schon wieder Action. Überall Knurz und Wurz. Mann, hier ist aber auch was los. Den haben wir. Ah, keine Munition mehr dafür. Ist aber egal. Boah, ist hier Action. Wir haben alle Spaß miteinander, wie es aussieht. So. Geh mal ganz schnell hier hinten Munition nachholen. Denn die war uns ja bald ausgegangen. So, hier entlang. Ein paar Viecher hier. So, das nehme ich mit. Mistviecher wieder. Mistviecher überall. Überall nur Mistviecher. Da soll noch mal einer sagen, hier im Dschungel werde ich los. Ja, das hast du schon gesagt. Dann dahinter. So, wir haben fast. Sichere Bedingungen, elektrischer Strom. Wieso war da unsichere Bedingungen? Ja, ist egal. Ja, ich habe dich gehört, gesehen und gefühlt. Ich will nur schnell dort die Probe haben, dann renne ich ja eh wieder weg. Muss ich die erkennen? So. Ich denke, das war's. Gute Arbeit. Ja, genau, das war's, hoffe ich. So, dann gehen wir eben hier wieder her und gehen dann da erstmal hinter, so arschgeleckt. Dann können wir da auch später runtergehen, nur weil ich die blöde Pflanzentrube versemmelt habe. Es tut mir leid, aber was muss, das muss. So, hier entlang. Was ist das denn schon wieder? Tempest, ermöglicht die Tempest eine extra Filtration. Was ist das hier? Aufgabe, bessere Zubereitung. Ach so. Okay. Warum das auch immer auf dir Tempest mitfinanziert. Ja, ist egal. So. Aha. So, dann. Präzisionsschuss. Oh, cool. Dankeschön. Aha. Hab ein Achievement bekommen. Sonst ist hier nichts. Na da. Na komm, Freundchen, komm raus. Wir kriegen zu tun. Ja, das ist ja nichts Neues mehr. Oh, shoot. Kriecher, hier noch. So, okay, über gute Arbeit, na schönen Dank. Einen Pistolenlauf haben wir bekommen. Und das ist toll. Wir gehen hier weiter. Falls Pilzschleim auf ihre Haut gerät, sollten sie ihn sofort abwaschen. Begegnen Sie der hiesigen Flora mit Vorsicht. In Ordnung? Im Dunkeln leuchtende Pilze. Der Schuljunge Liam wäre total aufgeregt gewesen. Ja. Wir sind nicht allein. Ist mir aufgefallen. Meine Fresse, ist hier was los. Zerlegt. Juhu. Okay. Irgendwas gibt es hier zu scannen. Dann gehen wir mal ganz vorsichtig. Ah, werden die anderen noch feuern? Da hinten gibt es Action. Ja, ich muss das mal hier. So, Relikt-Tilger auch gescannt. Schön. Jetzt würde ich aber langsam mal wieder auf die Waffen wechseln. Puh, das war ein ordentlicher Schuss. Ja, das finde ich auch. Hast du gut gemacht.
War aber nicht das, was ich gesucht habe. Nickel. War ich das? Lass mich verarschen. Scan abgeschlossen. Biologie-Lizenz. Ja, Pilze halt. So. Was suche ich hier eigentlich? Jetzt suche ich gar nichts, weil ich hier rausgehe und dann hier das aktiviere. So. Hier, ah, da, okay. Da. So. Pilz könnte zu einem Getränk destilliert werden. Na gut, okay. Wir haben Pilzbier bald. Juhu, Pilzbier. Ich mag Pilzbier. Hier hinten haben wir auch noch was. Dann gehen wir eben da jetzt erstmal hin. Was auch immer das ist. Wissenschaftlern auf Hawal helfen. Oh, gefangene Wissenschaftler. Ja, gut, das ist wichtiger als Pilzbier. Ich denke, das sollten wir auch tun. Ist ja auch nicht wirklich weit. Na, dann mal ganz schnell durch hier. Munition ist aufgenommen. Hallo, Herr Wissenschaftler. Geh. Ich habe sie gefunden. Die Forscher im Stasefeld. Genau da, wo Kieran gesagt hat. So, grüne Glyphe. Das ist auch toll. Die haben wir jetzt also auch. Aha. Ich werde mal was speichern. Ich habe ein bisschen Angst, dass das hier wieder so Doku wird. Und wenn ich versage, dass ich dann am Ende, ja, die Wissenschaftler töte. Deswegen lieber so, ich will ja alle retten. Ab. Ich wusste es. So, Entschlüsselung aufgrund fehlender Glypheninformationen nicht möglich. Mhm. Mit einem Scan müssten Sie die fehlenden Glyphen finden können. Ja, ja, ich bin hier schon dabei. So, die da habe ich ja schon, ne? Ja, okay. Da unten haben wir Muni. Ah, da. Das müssten jetzt genügend Glyphen sein. Ja, hoffen wir das Beste. Okay, so Doku auf andere Weise. So, was haben wir denn? Ist natürlich auch nicht unbedingt leicht gerade, diese Anordnung, finde ich. Aber, ja, okay. Müssen wir jetzt durch. Zunächst einmal, wir benötigen hier... Das hier könnte hier rein, müsste hier rein. Was haben wir denn noch so? Aha, aha. Ne, dann ist das hier oben das hier. Oh, da sind aber viele. So, die hier. Weil die ja oben schon ist und die hier. Dann hatten wir hier wieder eine Reihe voll. Das ist okay. Das wiederum bedeutet, dass wir hier nicht das, nicht das, nicht das, sondern das hier reinhauen. Und hier entsprechend das letzte reinkommt. Das da. Okay. Nee, das geht auch nicht. Weil so hier. So ist besser. Genau, weil das ist hier unten. Dann hier unten könnten wir das sogar nicht stehen lassen, sondern dieses hier reinwursteln. Okay. Nur um hier dann nochmal... Ne, das war schon der richtige. Aha. So, die reinzuhauen. Ja, so Doku halt, ne? Ich mache gerne mal so Doku, muss ich sagen. Allerdings, sagen wir mal, mit Zahlen ist das leichter, weil die Zahlen kannst du identifizieren. Da weißt du, was wohin gehören könnte. Hier ist die Reihe voll, das ist okay. Hier drinnen. Nein. Nein. Ja. Dann als nächstes kommt dann hier das hier noch hin. Ja, kommt hin. Und hier zum Schluss das. Okay. Erfolg, sehr schön. Wir müssen die Monitore beobachten und... Scud! Verskattete Sterne! Was? Wer sind? Wir haben... Sie müssen mir nicht danken. Ich mache nur meinen Job. Noch mehr Aliens, die aus dem Nichts auftauchen? Und Jarl? Erinnert sich keiner von Ihnen daran, dass Sie eingefroren wurden? Eingefroren? Was soll das heißen? Wir haben an dem Monolithen gearbeitet und dann... Dann sind plötzlich Sie aufgetaucht. Sie sollten nach Palerv zurückkehren. Kieran wird sich mit Ihnen unterhalten wollen. Sie haben vielleicht recht. Oh, ich habe das Gefühl, mein Kopf wird gleich zersprengen. Ja, dann geh mal lieber zurück. Wir sollten sicher gehen, dass Sie die Station erreichen. Niemand kann sagen, ob Sie nicht noch unter irgendwelchen Nachwirkungen leiden. Okay, zu Kieran Dahls zurückkehren. Die anderen sind aber schon vorgereist. Dieser
Ham in ihrem Kopf. Wie ermöglicht er es ihnen, mit den Relikten zu interagieren? Sam unterstützt mich mit Analysen und Übersetzungen, unter anderem. Es ist kompliziert. Jo, genau. So, okay, die Mission ist erfüllt. Ist keine Escort-Mission jetzt geworden, dass wir da eventuell hin müssen. Dann gehen wir jetzt hier hin. Müssten zwar jetzt zurückreisen, etc. pp., aber könnten wir auch machen, theoretisch. Praktisch werden wir aber erstmal hier um die Ecke gehen, werden den Teil machen und dann gehen wir hier runter. So, die Wissenschaftler kommen schon klar, bin ich zuversichtlich. Wir müssen halt nur noch die Quest abgeben. Es war keine Eskortenmission. Da hätte ich dann direkt hinterher rennen müssen. Aber, Nickel? Hier unten? Wie auch immer. Und ich hier? Ja. Nickel, okay. Dann nehmen wir den mit und gehen weiter. Und ja, ich weiß, ich hätte auch, sagen wir mal, zu dem Porto zurückreisen können oder zu der letzten Station und von da aus gehen können. Aber hätte Fahrradkette, ich könnte auch einfach hier um die Ecke gehen können. Das wäre genauso gut gegangen. Und genau den Weg, den werden wir jetzt einschlagen müssen. Allerdings halt sind wir natürlich nicht allein. Das wäre es ja auch gewesen. Okay. Ist das schon das, wo ich in die Ecke muss? Wahrscheinlich nicht. Aber einen Behälter haben wir gefunden. Das ist auch gut. Tragbares Atemgerät. Sehr schön. Au, au, au. Ja, das dachte ich mir. Ja, toll. Hat jemand geschossen auf uns? Nee, das wart ihr, ne? Okay. Dann gehen wir mal weiter. Holen uns noch ein bisschen Platin mit. So. Wobei wir was können. Lülülülülü. So, in der zentralen Wildnis. Dann gehen wir eben hier vorne um die Ecke. Interessante Flora und Fauna, muss man sagen. Ich meine, mir gefällt der Planet, muss ich sagen. Es ist aber sehr unübersichtlich, wenn du doch mal in den Kampf verstrickt wirst. Aber, ja, das gehört halt dazu. Kann ich das Ding nicht mitnehmen oder habe ich das schon? Es kann natürlich sein, dass ich das im vorherigen Mal schon mitgenommen habe. Den Nickel aber definitiv nicht. Okay, so. Hier hinten ging es dann rein. Okay. Nochmal Nickel. Noch jemand? Was? Wo? Hier ist doch keiner mehr. So. Okay, dann hier hinten die nächste Station oder was auch immer. Offensichtlich werden wir hier gleich nochmal angegriffen werden müssen. Denn hier steht mir zu viel rum. Das Lager der Turianer. Das Lager der Turianer. Leider. Ich glaub's nicht. Roka und Turianer. Das sind Nathanos-Uniformen, Pathfinder. Die Turianische Arche? Juhu! Turianer! Turianer! Ich mein. Turianer! Ich helfe den Turianern! Du bist böse! Du haust meine Leute! So. Aha. Aha. Okay, den Roker haben wir. Und du legst hier keinen mehr um. Du wirst gelegt. Genau wie der. Entschuldigung. Das war ein Turianer. Das habe ich genau gesehen. Friendly Fire muss auch mal sein. Nee, nee, einer ist noch. Jetzt. Oh. Verstärkung. Wo ist Verstärkung? Oh, da. Ja, dann gehe ich mal hier hinter in Deckung. Und nehme vorher mal das Zeugs mit. Und sehe keinen von der Verstärkung. Okay. Da kommen sie! Okay. Wow, 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 das Teil lauter Bräunen hier. Granate ist unterwegs. Okay, den haben wir. Den haben wir auch. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich das war. Ich denke, das war's. Nee, nee, einer ist noch. Okay. Da lebt immer noch einer. Ist das... Wir haben
Eins zumindest. Jetzt. Okay. Mit dem Anführer der Turianer sprechen. Wir haben die Turianer gefunden. Wir haben die Turianer. Ja, okay. Pistole, schwere Munition. Wo ist denn der jetzt hin? Hier hinten. Renn nicht so weit weg. Hallo, Herr Turianischer Anführer. Bleib hier. Bleib hier. Hey. Oder geh mal ins Licht, dann sehe ich dich besser. Genau, das ist eine gute Idee. So. Tschüss. Ein Bauchschuss. Äußerst schmerzhaft. Danke für Ihre Hilfe. Mein Name ist Avitus Riggs. Tut mir leid, wenn meine Methoden ein wenig extrem erscheinen. Das Leben als Zivilist ist schwierig. Sarah Ryder, ich bin der menschliche Pathfinder. Waren Sie früher Soldat? Ich war Inspector. Special Tactics and Reconnaissance. Ich habe 15 Jahre lang die Drecksarbeit für den Rat erledigt. Er war Inspector. Cool. Ebenfalls cool übrigens finde ich die ganzen Tropfen, die hier einfach im Gesicht landen. Das erklärt ihre Taktiken, ja. Sie sind es also gewohnt, sich über das Gesetz zu stellen. Tja, ein Glück, dass es in Andromeda keine Gesetze gibt. Ich bin zur Initiative gegangen, um mich zur Ruhe zu setzen. Dann ist die Nathanus auf die Geißel getroffen und bam, ich bin hier wieder aufgewacht. Was ist passiert? Wo ist die Arche? Keine Ahnung. Ich musste mich selbst aus meiner verdammten Stase-Kapsel befreien. Ein solcher Absturz hätte sie töten können. Diese Kapseln sind stabiler, als sie aussehen. Der Großteil der turianischen Population wird noch vermisst. Darunter auch Mason, unser Pathfinder. Allerdings wurde Sam nicht auf mich übertragen, also lebt er noch. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Ja. Auf der Nexus leider nicht. Das muss nichts heißen. So wie ich Mason kenne, ist er irgendwo da draußen und sucht nach mir. Mason hat Andromeda sein Leben gewidmet. Er ist zu stur, um jetzt zu sterben. Das hoffe ich. Wir brauchen jeden Pathfinder, den wir finden können. Die Trümmer und Stase-Kapseln der Nathanus sind über den gesamten Sektor verteilt. Unter uns gesagt, irgendetwas werden wir schon finden. Sie gehen nach links, ich nach rechts? Ja, so in etwa. Hier ist meine Frequenz. Melden Sie sich, wenn Sie etwas finden. Ein Spectre. Das heißt natürlich, dass der sich ziemlich gut auskennt. Nicht mal Daddy war ja Spectre, der war ja nur Pathfinder in Anführungsstrichen. Aber auch im N7-Programm, wie natürlich unser berühmter Spectre Shepard. Genau. Neuer Eintrag. Irgendwas stimmt mit diesem Planeten nicht. Die Pflanzen schießen hinter einem aus dem Boden. Die Bäume flüstern und ich schwöre, dass wir uns noch etwas anders beobachtet als nur diese Aliens. Ich denke, danke den Geistern für den Spectre. Wenn wir überleben, dann nur wegen Avitus. Okay. Pathfinder, turianischer Spectre. Ja, okay. Das hätten wir. Und den... was bist du hier? Was bist denn du? Also Drusa. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert. Ich dachte, wir würden für immer hier festsitzen. Oder bis die Aliens uns umbringen. Wir haben dieses Lager aus den Resten unserer Stase-Kapsel gebaut. Wenn wir gehen, können wir das Wrack nicht zurücklassen. Da draußen liegen Trümmer, an die wir nicht rangekommen sind. Wir müssen sie mitnehmen. Naja, komm. Alles von dem Absturz gehört der Initiative und kommt mit ihnen zurück zur Nexus. Gut. Wir wissen nicht, was noch intakt ist. Ich will nicht, dass feindselige Aliens etwas davon gegen uns einsetzen. Falls sie irgendetwas von der Arche Nathanus finden, markieren sie es zur Bergung. Oh, und danke. Bitteschön. So, die Trümmer der Nathanus sind auf jeden Fall hier. Ob es die gesamte Arche ist, wage ich doch zu bezweifeln. Nächster Schritt nach den Trümmern und Überlebenden der Nathanus Ausschall halten, das machen wir. Oh, ein Erinnerungsauslöser, den nehmen wir auch mit. Sam, noch eine Erinnerungsbenachrichtigung? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, ja. Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Ich glaube, da muss ich sowieso nochmal hin bei Gelegenheit, denn wir haben da nicht mehr viel. Ansonsten haben wir hier noch... Pathfinder? Stehen Sie und Mason sich nahe? Wir kennen einander ziemlich gut, ja. Habe ich was Falsches gesagt? Nein. Tut mir leid, ich bin es nur nicht gewöhnt, über mein Privatleben zu sprechen. Aha. Es gibt bestimmt großartige Geschichten aus Ihrer Zeit als Spectre. Keine, die ich erzählen darf. Darum sind es ja geheime Operationen.
Nach 600 Jahren kann man die Regeln ruhig etwas großzügiger auslegen. Regeln großzügig auslegen? Früher dachte ich, genau darum ginge es als Spectre. Saren Atarius persönlich hat mich dem Rat empfohlen. Ich habe jeden Befehl ausgeführt, ohne Fragen zu stellen. Saren, natürlich kenne ich den Namen. Saren? Der abtrünnige Spectre, der den Angriff der Geth auf die Citadel angeführt hat? Wenn man den Gerüchten Glauben schenkt. Der Saren, den ich kannte, war rücksichtslos. Nicht verrückt. Aber etwas ließ ihn durchdrehen. Jeder hat eine Belastungsgrenze. Ich bin raus, bevor ich meine erreicht hatte. Mason hat mich überzeugt, dass Andromeda meine Chance ist, das Leben im Schatten hinter mir zu lassen. Darum bin ich hier. Aha. Wie machen sich die anderen Überlebenden? Sie stehen unter Schock. Aber sie sind zu beschäftigt, um zu trauern oder die Ereignisse wirklich zu realisieren. Aber wenn irgendwann wieder Ruhe einkehrt, wird es sie treffen wie ein Hammer. Und das wird nicht schön sein. Das ist auf jeden Fall klar. Greifen die Rokar oft an? Nur wenn sie uns finden. Sie sind schlimm, aber die verdammten Pflanzen sind die größere Gefahr. Ich sage allen immer wieder, sie sollen nichts roh essen. Aber wenn man hungert, verabschiedet sich die Logik als erstes. Kann ich verstehen. Passen Sie auf sich auf, Avitus. Sie auch, Ryder. So, okay, wir haben also wieder ein paar Aufgaben bekommen. Nicht zuletzt von den Turianern endlich wieder mal ein paar Verbündete. Jetzt haben wir neben der Arche der Asari auch ein Lebenszeichen von den Turianern bekommen. Das finde ich gut. Auch wenn die Asari logischerweise, gefunden wurden. So, Trümmer der Arche, Nathanos, da sind also einige hier in der Gegend, wie es aussieht. Da werde ich dann gleich nochmal hierhin zurückreisen, werde hier alles abfahren und dann gehen wir runter. Aber zuerst, bevor wir da hingehen, können wir auch das Teil hier noch mitnehmen. Ich lege mal hier den Wegpunkt hin. So, dann weiß ich, wo ich hin muss. So, dann. Okay. Ne, wo ist es denn hier? In diese Richtung, da hinten müssen irgendwo die Trümmer sein. Oder? Oh, ich sehe sie, glaube ich. Nee, das ist Nickel. So, dann nehmen wir das noch mit. Und gucken mal. Hier haben wir Platin. Ja, toll. Hä? Ach, da werde ich wahrscheinlich reingehen müssen. Alles klar. Ja gut, dann machen wir das so. Wir reisen doch zurück und werden in der nächsten Folge erstmal die ganzen Trümmer einsammeln. Und sehen uns dann wieder. Leute, danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.